Vergebung, Versöhnung und das jüngste Gericht. Wie soll das zusammengehen? Professor Hall hat mir gesagt, ja, über das jüngste Gericht, da kann er eigentlich nichts sagen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, da werde ich versuchen, etwas zu sagen und wir werden schauen, wie wir ins Gespräch kommen. Also es geht wieder um diese Brücke zwischen Psychologie und Theologie. Vergeben darf nicht vergessen, verdrängen oder gutheißen sein, nicht damit verwechselt werden. Es fällt leichter, wenn der Täter oder die Täterin um Entschuldigung bittet, kann aber auch ohne Schuldeingeständnis möglich sein, nämlich die Vergebung, nicht die Versöhnung. Da braucht es zwei dazu. Vergebung geht auch einseitig. Und, das ist also psychologisch nachgewiesen, Vergebung bringt nachweislich positive psychische Effekte, Befreiung aus der Opferrolle, Loslösung von Gefühlen der Enttäuschung und des Zorns, der Rache, der inneren Aggressivität. Und das ist dann mein Part, lässt sich von diesen psychologischen Einsichten eine Brücke zur Theologie schlagen, insbesondere zur Rede vom jüngsten Gericht oder sogar vom Fegfeuer. Ja, zur Person. Ich wiederhole, was ich nachmittags schon gesagt habe. Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller ist Psychiater, Neurologe und Psychotherapeut, bekannt national und international als forensischer Psychiater. Zum Beispiel hat er Franz Fuchs und Jack Unterweger begutachtet. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Innsbruck für forensische Psychiatrie und Autor vieler Fach- und Sachbücher. Ja, und meine Wenigkeit, mein Name ist Erhard Lesacher. Ich war einige Jahre Assistent am Institut für Dogmatische Theologie hier in Wien, an der Universität Wien, und bin seit 1991 wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2001 Leiter der theologischen Kurse. Mein Fachgebiet ist die Dogmatik. Die ist besser, als sie klingt. Mein theologisches Anliegen ist es, diese großen Themen wie Gott, Erlösung, Vollendung, lebensrelevant in heutiger Sprache zu formulieren. Ich werde versuchen, das bei dieser Skizze des jüngsten Gerichtes dann auch Ihnen vorzulegen. Es ist wieder so, der Hauptvortrag wird von Reinhard Haller gehalten und anschließend gibt es dann meine kleine Skizze zum jüngsten Gericht. Und wir werden dann versuchen, ins Gespräch zu kommen und auch, wenn die Zeit es zulässt, aber ich möchte das auch in dem Fall besser machen als am Nachmittag, auch Sie noch mehr ins Gespräch mit Ihren Fragen einbinden. Ja, lieber Professor Haller, darf ich um Ihren Vortrag bitten? Ja, vielen Dank für die freundlichen Empfang und die überaus wohlwollende Vorstellung. Das ist immer, meiner Malte klingt das dann immer schon ein bisschen nach Grabesrede, da muss man eben aufpassen, wenn an alle diese Dinge zurück erinnert wird. Ja, also das Thema Vergebung, Versöhnung, das jüngste Gericht, das ist mir sozusagen vorgegeben worden und ich muss drum als Entschuldigung zu sagen, ich hoffe, Sie vergeben mir das. Also ich bin hier kein wirklicher Experte, denn ich bin Psychiater, Psychotherapeut und das Thema, um das es hier geht, das ist natürlich schon ein stark seelsorgerisches, theologisches, aber wie wir im ersten Teil ja schon gesagt haben, dieser Widerspruch, der hier immer ist zwischen den Psychwissenschaften und den theologischen Wissenschaften, den sehe ich nicht. Ich glaube auch, dass man den gut überwinden könnte. Und das, denke ich mir, wird auch wichtig sein für die Zukunft der Kirche, wenn sie sich weiterentwickeln will, auch aus dieser Krise heraus, dass sie nicht auf diesen Bereich von vornherein verzichtet. Ich meine überhaupt, dass man die Psy-Fächer viel stärker auch in der Ausbildung verankern müsste, mit allem Drum und Dran. Ich glaube, dann würde es auch dieses Problem mit dem sexuellen Missbrauch, das jetzt sehr überdimensional auch auf die Kirche projiziert wird, das muss man ja auch dazu sagen, aber dann würde es sich nicht so in dieser Form darstellen, wenn man in der Ausbildung mehr auch drauf schauen würde, wie geht ein junger Mann beispielsweise oder auch eine junge Frau, also mit diesen ganzen Problemen, Sexualität und so weiter, triebhaft und versus geisthaftes sozusagen um.
In anderen Religionen wird darauf also viel mehr Wert gelegt. Hier müsste man, glaube ich, besser vorbereiten. Dann würde es zu diesen schuldhaften Vorkommnissen nicht in dieser Form kommen. Des Weiteren meine ich, dass Psychotherapie und Seelsorge schon vieles gemeinsam haben, gerade in diesem Bereich des Vergebens, des Verzeihens, nämlich, das heißt mit anderen Worten, wie geht man mit Verletzungen, wie geht man mit Traumatisierungen, wie geht man mit Kränkungen letztlich um gegenüber der Person dessen, der das alles ausgeschickt hat, und wie kann man also das so in sein Leben integrieren, dass es nicht mehr zur Last wird. Um das geht es ja letztlich. Also dieser Effekt des Katharischen, des Hinabfließenden, das ist in beiden Disziplinen im Prinzip dasselbe. Die Befreiung von Schuld und die Befreiung von Neurotisierungen, wenn man das im weitesten Sinn sagen will. Und hier hat man, hat jede Disziplin, denke ich mir, ihre eigenen Methoden. Und die könnte man, glaube ich, auch sehr gut zusammenführen, obwohl ich muss es noch einmal betonen, natürlich Seelsorge und Psychotherapie nicht dasselbe sind, einander auch nicht in allen Punkten ersetzen könnten, aber sie könnten in vielen zumindest zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig ausschließen und bekriegen. Das ist im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf, auch etwas, wenn ich so an die Psychotherapie denke. Sie wissen, es gibt in Österreich 21 verschiedene Schulen. Und mir kommt schon vor, die haben im Prinzip so ein bisschen die Funktion der Religionen insofern auch übernommen, als dass sie im Prinzip dieselben Methoden und dieselben Verhaltensweisen an den Tag legen wie früher Religionen. Nämlich, man muss es ganz ehrlich sagen, es ist auch die Psychotherapie ein sehr großes Geschäft. Also das heißt, es geht hier immer ums Geld, wobei übrigens der ganz große Umsatz nicht in der Behandlung mit dem Patienten gemacht wird, sondern in der Ausbildung. In der Ausbildung, glaube ich, 380 Millionen Euro und in der Behandlung der Patienten nur 250 oder so in dieser Größenordnung. Aber es geht ums große Geld. Also auch neben den hehren Motiven. Das Zweite ist auch, dass früher und auch heute noch bei den Religionen letztlich die Menschen das Geld, wenn ich so sagen darf, die Opfergaben freiwillig gebracht haben. Also das musste man nicht eintreiben wie die Steuer, sondern sie haben es im Prinzip freiwillig gebracht. Das ist bei den Psychotherapieschulen nicht anders. Oder auch wenn man zum Psychotherapeuten geht, dass man eigentlich sehr viel Geld investiert zur Ausbildung zum Psychotherapeuten, kostet schon einen schönen Mittelklassewagen, ein E-Mobil, möchte ich sagen, aus dem mittleren Bereich. Also das ist sehr viel Geld, das hier im Spiel ist. Aber diese Psychotherapieschulen, die bekriegen sich auch, also die lassen aneinander kein gutes Haar. Das heißt also, jede hat für sich die reine Wahrheit gefressen und das von den anderen ist ganz böse. Also dieses narzisstische Verhalten, gegen das sie eigentlich wirken sollten, glaube ich schon, auch mit meinem Alter kann man sich ja leisten, ein bisschen kritisch und bösartig zu sein, dass sie das also dort also auch abspielen und Ähnliches. Und sie haben, verfolgt jeder im Prinzip die eigene Ideologie. Und dann gibt es halt diesen berühmten Krieg für Verhaltenstherapeuten gegen Psychoanalytiker und Ähnliches. Und dabei vergisst man, um was es geht. Aber in einem Punkt, und jetzt komme ich dann doch zum Thema, sind sich die Psychotherapieschulen einig. Und zwar das eine, oder in zwei Punkten. Das eine ist, dass man letztlich in der therapeutischen Arbeit darauf hinzielen muss, dass man die Dinge zur Sprache bringt. Also dass man Verdrängtes und Unausgesprochenes in Worte fassen kann, dass man Unsägliches also tatsächlich aussprechen kann, in Worte kleiden kann und Ähnliches, weil es dadurch nicht nur erkannt und aufgedeckt wird, sondern weil es auch fassbarer wird. Wenn ich ein Gefühl beschreiben kann, wenn ich also beispielsweise der Angst einen Namen gebe, ich frage meine Patienten oft im Laufe einer Angsttherapie, die heute ja sehr häufig ist, bis zum nächsten Mal überlegen Sie sich doch, wie heißt denn Ihre Angst? Weil dadurch wird sie im Prinzip ein Stück weit personifiziert, greifbar. Dann kann man mit ihr einen inneren Dialog reden, kann man zu ihr sagen, liebe Angst, habe die Ehre, wart jetzt draußen und so weiter und so fort. Also kann sich ganz gut mit ihr arrangieren und sich mit ihr lösen. Also das ist in jeglicher Hinsicht sehr wichtig, die Dinge zur Sprache zu bringen. Und ich denke mir, das ist im theologischen Bereich nicht anders. Und das Zweite,
Das ist letztlich, dass alle Psychotherapieschulen auch sagen, es muss der Patient loslassen können. Loslassen, nämlich Verletzungen, die er hat, Loslassungen, Probleme, die er hat, Rachegedanken, Kränkungen, all diese Dinge, die vorhanden sind, neurotische Reaktionsformen und so weiter. Loslassen auch manchmal im Laufe der Lebensphasen, loslassen berufliches Überengagement, loslassen Besitzansprüche, die man in der Partnerschaft hat und so weiter, um dadurch zur Gelassenheit zu kommen. Loslassen heißt also, ich werde dann gelassen. Und Gelassenheit ist die Position, die man letztlich und das, der Zustand, den man letztlich anstrebt, übrigens auch in Religionen. Wenn Sie die christliche Mystik beobachten, Meister Eckhart und so weiter, dann geht es immer auch darum, dass man gelassener wird. In der buddhistischen Religion ist das ohnehin ein ganz zentrales Prinzip, dass man zur Gelassenheit kommt, zum Loslassen. Und hier gehört eben auch das Verzeihen, das Vergeben hinein. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass man sich selbst befreit, auch von diesem Rattenschwanz, dass man sich auch selbst verzeiht, seine ganzen Gedanken, seine Grübeleien und dadurch eben in diesen Zustand der Gelassenheit kommt. Verstehen Sie mich recht, Gelassenheit hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Gleichgültigkeit wäre wieder eine Form des Wegschauens und des Verdrängens und des Nichtansprechens. Gelassenheit heißt, über den Dingen zu schweben, alles genau zu sehen, aber sich nicht von Emotionen und so weiter und von Kränkungen und diesen Dingen sozusagen allzu sehr beeinflussen, irritieren zu lassen. In der buddhistischen Psychotherapie gibt es dieses wunderbare Ding, dieses wunderbare Bild des Vollmondes, des kalt leuchtenden Vollmondes über der tobenden See, über dem tobenden Meer. Dieser Vollmond, der sieht alles ganz genau, er leuchtet ja voll mit voller Kraft. Aber er wird durch den Sturm, die Symbol sind eben für die Gefühle, für die Emotionen, nicht irritiert, nicht angespritzt, nicht weggerissen und Ähnliches. Das ist Gelassenheit, alles genau zu sehen, aber sich nicht allzu sehr oder nach Möglichkeit überhaupt nicht allzu sehr irritieren zu lassen, sodass man also tatsächlich auch im psychischen Bereich wieder Herr oder Frau in seinem eigenen Haus ist. Das ist der entscheidende Punkt. Und zu dieser Entwicklung der Gelassenheit über den Schritt des Loslassens gehört eben das Vergeben und das Verzeihen dazu. Nun, wenn man eine Umfrage macht, was Menschen unter Vergeben, Verzeihen überhaupt verstehen, dann ergeben sich bemerkenswerte Unterschiede zwischen den alten, älteren Mitbürgern, zu denen ich auch gehöre natürlich, wie Sie sehen, und den Jüngeren, also den bis zu 30-Jährigen und denen darüber. Aber ich glaube, dann ist man ja nicht alt, wenn man erst 30 ist. Aber sagen wir, in dieser Altersgrenze gibt es einen Unterschied. Und zwar, die Alten verstehen darunter, dass man letztlich sich von negativen Affekten befreit, also von durch Vergeben von negativen Gefühlen, dass man sich von denen loslösen kann. Die Jungen hingegen verstehen unter Verzeihen, dass man sich für gar nichts befreit, sondern dass man es akzeptiert, dass man tolerant ist, was der andere gesagt oder getan hat. Also, dass man es aushält, dass der, weiß ich was, eine andere Meinung hat, dass der etwas Kränkendes gesagt oder getan hat, dass man sozusagen sagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen oder dergleichen. Also, dass man es überhaupt tolerant erträgt, was der gesagt hat. Das ist das Verständnis, das die Jungen von Vergeben haben. Bei den Alten geht es hingegen eher so um diese klassischen Motive, dass man eben letztlich sich von Grübelei, von Depressivität, von mangelnder Lebensfreude, von Schlafstörungen, von Rachegedanken befreien will. Also Vergebung heißt im Prinzip, dass eine Person auf einen Schuldvorwurf und den Anspruch der Wiedergutmachtung verzichtet. Da ist noch gar nicht sehr viel Emotionalität dabei. Also das heißt, die Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts soll wieder reguliert werden, ganz wie wir im ersten Teil gehört haben, es geht hier um das Gerechtigkeitsgefühl, es soll wieder Gerechtigkeit hergestellt werden,
Aber deswegen muss ich, wenn ich vergebe, die erlittene Kränkung, das erlittene Ungemach nicht gutheißen und auch nicht relativieren. Ich kann das nebeneinander stehen lassen. Ich kann sagen, ich bin inzwischen so weit, dass ich das loslassen kann, aber es ist trotzdem geschehen und es ist trotzdem eine Wunde, vielleicht nicht mehr, aber zumindest eine Narbe vorhanden. Das, denke ich mir, ist auch ein schönes Bild, bei dem, um das es beim Vergeben immer geht, dass man sagt, es ist deswegen nicht ungeschehen gewesen. Ich habe Verletzungen erlitten, aber wenn die eine schreiende Wunde bleiben, ein eiternder Abszess, dann bin ich ja selbst der am meisten Bestrafte. Dann werde ich durch diese sekundäre Entwicklung, durch diese sekundäre Reaktion auf das ursprüngliche Trauma sozusagen erst recht bestraft, gedemütigt, entwertet, depressiv gemacht und Ähnliches. So dass es also anzustreben wäre, dass man sagt, es sollte das Ganze vernarben. Eine Narbe tut nicht mehr sonderlich weh, das wissen wir alle aus unserer Erfahrung. Aber es kann halt trotzdem manchmal vorkommen, wenn Vollmond ist, ich glaube, es ist gerade heute oder gestern gewesen, oder wenn ein Wetterumschwung ist, dass es nach wie vor sozusagen etwas juckt und etwas kratzt und man spürt, aha, hier habe ich die Verletzung gehabt. Aber es beeinträchtigt mich nicht mehr allzu sehr im Leben. Und genau um diesen Schritt geht es bei der Vergebung. Man muss versuchen, das Ganze so zu integrieren, dass ich also selbst mich befreien kann, loslassen kann und in einem Zustand lebe, der mir nicht noch zusätzliche Pein sozusagen einbringt. Vergebung setzt im Prinzip auch nicht einmal die Einsicht und Treue des Täters voraus. Vergeben ist eher ein innerer Prozess. Also das heißt, auch wenn der also nach wie vor bösartig ist, auf Rache sinnt oder dergleichen oder seine Tat nicht relativiert, das ist im Prinzip nicht notwendig, wenn ich für mich selbst dazu komme, dass die Wunden, die er geschlagen hat, dass die nicht mehr akut sind. Was Vergeben aber alles nicht ist, das ist, denke ich mir, sehr zu beachten. Vergeben ist nämlich nicht, dass man nicht mehr an diese Verletzung erinnert wird. Das habe ich ja gesagt. Aber nicht mehr in dieser schmerzenden, nicht mehr in dieser schreienden, nicht mehr in dieser offenen Form. Vergeben ist im Übrigen auch nicht, dass man die Verantwortlichkeit des Täters relativiert. Also das heißt, dass man deswegen nicht sagt, er hat auch die böse Mutter und den abwesenden Vater gehabt und auch sein Schicksal und so weiter. Natürlich stimmt das, das ist gar keine Frage, aber er hat trotzdem diese Tat gemacht und dementsprechend muss man das auch überhaupt nicht relativieren. Das ist wiederum sein Problem, wie er damit fertig wird. Ich kann es für mich innerlich trotzdem vergeben. Das ist der entscheidende Schritt. Vergeben heißt auch nicht, dass man sozusagen das, was hier passiert ist, jetzt irgendwie akzeptiert. Ich kann trotzdem gekränkt sein, ich kann trotzdem also getroffen sein und Ähnliches. Wichtig ist, dass das die Leidensgrenze nicht überschreitet, dass das mich nicht weiterhin gefangen nimmt. Aber ich kann natürlich trotzdem sagen, dass ich diese und jene Schmerzen, Narben, Verwundungen davongetragen habe. Vergebung hat auch nichts zu tun, ein böses Verhalten zu billigen. Das ist etwas ganz anderes. Das Böse bleibt böse. Und letztlich, wenn ich dafür auch mich davon lösen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich es gutheiße und sozusagen umdeuten will. Das ist jener Prozess, den man beispielsweise in der öffentlichen Diskussion immer wieder führt, im Zusammenhang mit der Täter-Opfer-Umkehr. Also wenn man letztlich ein Strafverfahren hat und jemandem, um nochmal das Beispiel zu strapazieren, einen sexuellen Missbrauch vorwirft und dann also sagt, naja, aber im Prinzip schuld ist schon das Opfer, das hat ja auch gewollt und hat mitgemacht und hat sich nicht gewehrt und alle diese Dinge, die man immer wieder hört, ist das so eine typische Form, wie es eben nicht geschehen soll. Es geht beim Vergeben keinesfalls um Täter-Opfer-Umkehr. Die Dinge bleiben so schlimm und so verletzend, wie sie sind, aber man kann sich selbst innerlich davon befreien. Letztlich hat Vergebung auch nichts mit Rechtfertigung zu tun. Man muss sich weder dafür rechtfertigen, dass man diese Tat erlitten hat und schon gar nicht, dass man sie vergeben will. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Rechtfertigen muss man sich beim Gericht, nicht vor dem eigenen Gewissen.
Nun, Vergebung und Versöhnung, das hat der Herr Magister Lesacher schon gesagt, sind nicht dasselbe. Vergeben ist also ein Prozess, eine Arbeit, die ich bei mir leisten muss. Versöhnen ist hingegen eine zwischenmenschliche Aktion. Also man könnte auch sagen, ein interpersonaler, sozialer Prozess, bei dem es darum geht, dass man mit dieser Person, Täter, Opfer, dass die wieder unter den gleichen Bedingungen weiterleben können wie zuvor. Und das ist der entscheidende Punkt. Also bei der Versöhnung geht es um die Verschmelzung, geht es um das im Prinzip emotionale Aushandeln von irgendetwas, was vorgefallen ist. Es geht darum, dass man die Hindernisse beseitigt. Es ist nicht etwas, was sich nur in meinem Innern abspielt, sondern vor allem zusammen mit dem Anderen. Sodass es wiederum zur Einheitlichkeit, zur Versöhnung, zum vorher erreichten Zustand kommen kann. Insofern würde man psychoanalytisch sagen, es ist im Prinzip ein bisschen ein regressives Verhalten. Also man will zurück auf eine frühere Stufe. Sigmund Freud hat ja gesagt, dass der Mensch immer wieder sozusagen diese Tendenzen hat, dass er auf frühere Entwicklungsstufen zurückgeht. Also weiß ich was, wenn ein erwachsener Mensch einen Schmerz erleidet, dass er dann Mama, Mama ruft oder ähnliches, also auf ein kindliches Verhalten geht, oder wenn jemand ins Krankenhaus kommt und schockiert ist, was hier passiert ist, aber dann von dort nicht mehr weg will, ist das eine Regression sozusagen auf jene Situation, in der man bemuttert und umsorgt und gehegt und gepflegt gewesen ist in der frühen Kindheit. Und Versöhnung ist, wenn man so will, auf den ersten Blick gesehen, auch ein bisschen ein regressives Verhalten. Ich komme dann schon noch drauf, dass es letztlich, wenn es gelingt, natürlich ein progressives, ein konstruktives Verhalten sozusagen ist. Also das heißt, durch Versöhnung soll gefordert werden, dass die Parteien oder die zwei Teile wieder Vertrauen zueinander gewinnen, dass sie es wieder erneuern können. Das gibt ihnen das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl der Geborgenheit, wenn es wieder so wird, wie es vorher gewesen ist, sofern das beide Teile anstreben. Nun, ich habe im ersten Teil meiner Ausführungen ja schon gejammert, vielleicht auch etwas zu Unrecht, dass die Wissenschaft zu solchen Phänomenen wie zu Rache, zu Kränkung oder eben zu Hass letztlich nicht viel geforscht hat. Das stimmt auch. Bei der Vergebung, beim Verzeihen kann man das nicht sagen. Da gibt es eigentlich ein relativ reiches Material, was das aus psychologischer Sicht, natürlich auch vor allem dann aus theologischer Sicht, wie wir noch hören werden, bedeutet. Und da hat man doch einige ganz interessante Zusammenhänge gefunden durch empirische Untersuchungen. Einer davon, das betrifft jetzt wieder die Frauen, die ja, das sage ich jetzt nicht ironisch und zynisch, die ja tatsächlich auch psychologisch, kriminologisch einfach die besseren Wesen sind, das muss man betonen, dass also Frauen viel eher bereit sind, als ihre Einstellung ausgerichtet haben, danach zu vergeben als Männer. Männer sind viel kränkbarer als Frauen, oder sagen wir gleich kränkbar wie Frauen, aber sie zeigen es nicht. Sie ertragen es viel schwerer und sie reagieren darauf viel kurzfristiger. Also drum auch, ich muss noch einmal die Frauenmorde zitieren. Da geht es in der Regel nicht darum, dass die Männer sich dann lange an Partnerschaftstherapien beteiligt haben. Da gehen sie oft gar nicht hin, sondern sie halten das einfach nicht aus, diese Spannung, und wollen dann im wahrsten Sinn des Wortes eine todsichere Lösung. Frauen hingegen sind eher bereit, darüber nachzudenken, vielleicht sogar Psychotherapie zu gehen, es mit einer Freundin zu besprechen, sich damit auseinanderzusetzen. Und in dem Zusammenhang sind sie auch versöhnlicher als wir Männer sind. Die Herren schauen mich jetzt alle ein bisschen skeptisch an. Das habe ich schon beobachtet, ob das wirklich so ist. Aber von ihrer Wesensart her und von der Gesamtheit her, denke ich mir, hat die Wissenschaft zumindest das nachweisen können. Dann wiederum ein Trost für uns ältere Herren jetzt, dass nämlich mit zunehmendem Alter die Bereitschaft zur Vergebung zunimmt. Also bei den Jungen, das habe ich schon gesagt, eher, dass man sagt, naja, das muss man
ertragen sozusagen und jeder soll machen, was er will und ähnliches. Bei den Alten hingegen ist tatsächlich ein ganz starkes Bedürfnis hier zu vergeben und zu verzeihen. Das bezeichnen wir dann auch mit einem treffenden Ausdruck als Altersmilde, die ja wirklich bei vielen Menschen zu beobachten ist. Ich muss dazu sagen, das Bild wird manchmal ein bisschen vergällt, weil im Alter sich natürlich unter Umständen auch im Rahmen eines demenziellen Prozesses unangenehme Persönlichkeitszüge oder vorher nicht störende Persönlichkeitszüge zuspitzen können. Also das heißt, der Vorsichtige wird paranoid, der Sparsame wird geizig und so weiter und so fort. Aber das ist bei einem kleineren Teil nur der Fall. Der Großteil wird mit zunehmendem Alter milde und bereit zu vergeben. Das hat mit Lebenserfahrung zu tun, das hat mit Gelassenheit zu tun, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sich sagt, ich bin vielleicht bald schon in einer Situation, wo mir hoffentlich auch vergeben wird. Und dann will ich es wenigstens hier auf Erden auch noch üben, denke ich mir bei Menschen, die einen religiösen Kontext haben. Dann hat die Wissenschaft herausgefunden, dass es einige Persönlichkeitsmerkmale gibt, die mit hoher Bereitschaft zur Vergebung positiv korreliert sind. Das ist die allgemeine Verträglichkeit. Das sind das Vorherrschen positiver Emotionen, also Optimismus beispielsweise, Kreativität und konstruktive Aggressivität, während bei Menschen, die nicht vergeben können, eher emotionale Instabilität, paranoid, misstrauische Züge und eben destruktive Aggressivität dominierend. Weitere Persönlichkeitsmerkmale, das überrascht vielleicht nicht, aber wenn es die Wissenschaft sagt, dann ist es umso glaubhafter, sind Güte, also Menschen, die einfach für sich das Bild haben, ich bin ein gütiger Mensch, eigentlich auch ein Ausdruck, den man heute viel zu wenig findet, finde ich, wenn man Menschen beschreibt, dass sie gütig sein können. Dann Menschen, die auf Sicherheit bedacht sind, die also Nähe suchen, die Geborgenheit suchen, sind viel eher versöhnlich. Dann auch solche, die zupacken überraschenderweise, also handlungsorientierte Menschen, die also sagen, lieber richtig handeln als andächtig schwärmen, glaube ich, hat letztlich ein großer Dichter gesagt. Und Menschen, die einen transzendentalen Zug, eine transzendentale Veranlagung haben, sind eher bereit und eher fähig, vergeben zu können. Vergeben heißt ja, wenn man das Wort auseinanderteilt, immer auch, dass man etwas gibt, dass man gütig sozusagen etwas gibt, nicht etwas nimmt, sondern etwas gibt. In der Religiosität, man hat also auch Menschen verschiedenster Konfessionen untersucht bezüglich Vergebung. Das wäre auch ein höchst interessantes Thema, wie alle diese Phänomene, die wir hier jetzt behandeln, wie das in anderen Religionen ist, wie ist es mit dem Hass beim Islam, wie ist es mit der Rache im Judentum und so weiter und so fort. Und hier bei der Vergebung war ein großer Unterschied zwischen jenen religiösen Menschen, die das Bild eines liebenden Gottes haben und jenen, die das Bild eines strafenden Gottes haben. Und es wird Sie nicht überraschen, dass natürlich jene, die vom Bild des liebenden Gottes ausgehen, für den Sie ja vorher auch, den Sie sozusagen angemahnt haben, zu Recht, dass die auch viel, viel eher bereit sind, zu vergeben und zu verzeihen. Und schließlich gibt es auch ganz interessante Untersuchungen aus der Bindungstheorie. Das ist ja heute etwas, was sehr modern ist, die Bindungslehre. Und Menschen, die Nähe suchen, die sichere Bindungen bevorzugen, sind natürlich viel, viel eher bereit zu vergeben als andere. Nun, wenn man jetzt einmal versucht, psychologisch das Ganze etwas zu konstruieren, was hat mit Vergebung und dann letztlich auch mit dem jüngsten Gericht und mit dem Fegefeuer und mit der Hölle zu tun, glaube ich, könnte ein ganz hilfreiches Konstrukt jenes sein, das auch hier in Wien geschaffen worden ist von Sigmund Freud beziehungsweise seinen Analytikern, und das ist das sogenannte Instanzenmodell. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, wahrscheinlich kennen Sie es, also ich entschuldige mich dann, wenn ich hier etwas wiederhole. Und zwar, Freud hat unter anderem gesagt, wenn ich es jetzt etwas pragmatisch darstellen darf, dass die Persönlichkeit eines Menschen dadurch bestimmt wird,
wie es ihm gelingt, die beiden gegensätzlichen Pole unseres Lebens und unseres Sozialverhaltens, nämlich auf der einen Seite die Triebe, die Bedürfnisse, die Impulse, die Wünsche und die Forderungen, das Gewissen, die Gesetze, das Recht, das nennt der Überricht, unter einen Hut zu bringen. Das ist sozusagen, sind jene Kräfte, die das Wesen einer Persönlichkeit ausmachen. Und das könnte man ganz gut auf diesen Prozess des Vergebens und des jüngsten Gerichts auf der anderen Seite umlegen. Freud hat also gemeint, der Mensch wird beherrscht und die Entwicklung des Menschen wird beherrscht von einer Urkraft, einer Vitalkraft, die er lange Zeit im Aggressionstrieb gesehen hat, später dann hauptsächlich, wer älter geworden ist und vielleicht auch schon ein bisschen kindisch ist. Entschuldigen, wenn ich das jetzt sage, ich schätze Freud natürlich unendlich, aber hat er dann alles auf die Sexualität zurückgeführt, aber das ist im Prinzip nicht entscheidend, aber auf jeden Fall diese Urkraft, die den Menschen treibt, die nennt er das Es, also das ist etwas Sächliches. Wie gesagt, das sind unsere Impulse, unsere Bedürfnisse, unsere Triebe und so weiter. Demgegenüber steht, weil das Leben so nicht funktionieren kann, dass nur das Es reagiert, das Triebhafte, steht das Überich. Und das Überich ist eben das Gewissen, sind die Gesetze, sind die Vorschriften, sind der Anstand, sind die Regeln. Und das Leben ist ein einziger Kampf zwischen diesen beiden Polen. Das heißt also, um ein hemdsärmeliges Beispiel zu sagen, ich hätte jetzt Lust gehabt vorher in der Pause auf eine Schweinswurst. Als ein typischer Es-Impuls. Sagt aber das Überich in Form meines Hausarztes, der die sogenannten Gesundheitsuntersuchungen macht. Das sind ja im Prinip gar keine Gesundheitsuntersuchungen, sondern Krankenuntersuchungen. Sie müssen mit Ihrem Cholesterin ein bisschen aufpassen. Und schon habe ich den typischen Konflikt zwischen Es und Überich. Und jetzt wird jeder Mensch damit anders umgehen. Also der eine wird sagen, das muss man strikt einhalten, was die Medizin sagt, ist Gesetz, das ist heilig, man muss den Ärzten folgen, im Gegensatz zu den Corona-Impfungen im Übrigen. Und letztlich also wird jetzt nur noch Gedampftes gegessen und nur noch Salat und Kräuter und so weiter. Und ja, keine Wurst mehr. Der andere sagt vielleicht, lieber kurz und heftig leben als lang und langweilig. Und ist eine zweite Wurst dazu, sozusagen zur Feier des Tages, weil wir so jung nicht mehr zustande kommen. Der dritte wird wahrscheinlich sagen, man muss hier vielleicht pragmatisch vorgehen, halbe Wurst und zwei Sendungen oder dergleichen. Und einer wie ich wird sagen, der Magister Lesacher, der ja ein sehr gütiger und freundlicher Mensch ist, hat mich nachher zum Abendessen und zu einem Bier eingeladen. Ich war gerade bis dann. Und je nachdem, wie also diese einfache Konfliktsituation gelöst wird, ist letztlich ein Hinweis auf so einen Charakter der Struktur. Das eine ist der Triebhafte, das andere ist der Zwanghafte, das dritte ist der Pragmatische, das eine ist der Gütige, das andere der eher Analsadistische, das also ganz genau nimmt mit den Regeln. Und genau dieses Modell könnte man letztlich auch übernehmen zwischen diesem Zusammenhang, zwischen dem Bedürfnis nach Strafe, Rache, Heimzahlen, Wiedergutmachen, Gerechtigkeit und dem, was eben dann der Magister Lesacher nachher sagen wird, dem jüngsten Gericht, das da drüber steht, wie gehe ich jetzt damit um? Das ist die entscheidende Frage. Psychologisch wird man also sagen, das Ich, das dann dazwischen ist, also die Persönlichkeit, die zwischen diesen beiden Polen ist, die muss halt eben durch Vergebung so weit umkommen, dass es ihr nachher besser geht. Das ist, denke ich mir, der wichtige Punkt, dass niemand zu Schaden kommt, dass aber ich auch mit diesen Verwundungen und so weiter leben kann. In der praktischen psychotherapeutischen Arbeit, die man im Übrigen auch bei sich selbst leisten kann, denke ich mir, dass Vergebung einige Dinge voraussetzt, die im Prinzip ähnlich sind, wie jene, wie ich letztlich in der Gesellschaft Wertschätzung entwickeln kann. Also wichtig ist einmal zunächst, dass ich eine gewisse Aufmerksamkeit an den Tag lege,
für Dinge, die mich, wie man so schön sagt, wurmen. Also für Probleme, die mir zu schaffen geben, auch wenn es scheinbare Kleinigkeiten sind, aber an denen ich hänge, die in mir ein Stück weit, also letztlich Zermürbungsarbeit leisten, auf die ich immer wieder zurückkomme, die mir Lebensfreude nehmen. Also das heißt, wir müssen diese innere Seite mehr beachten, was hat mich gekränkt, was hat mir wer angetan, wo liegen hier die Probleme. Dann wäre es wahrscheinlich schon wichtig, dass wir das, was die Jugend tut, eine gewisse Toleranz entwickeln. Toleranz heißt einfach, dass man auch zulässt, dass es andere Werte gibt als diejenigen, die für mich wichtig sind, beziehungsweise unter denen ich leide, wenn sie verletzt worden sind. Es ist wichtig, dass man im Lauf des Vergebungsprozesses einen gewissen Vertrauensprozess entwickelt, vor allem Vertrauen in sich selbst. Denn nur wenn man eine starke Persönlichkeit ist, kann man vergeben. Nur wer was hat, kann etwas geben. Das liegt eigentlich auf der Hand. Das ist gut erklärlich. Also es geht immer auch um die Stärkung des Ich, des Selbst, die Stärkung letztlich des Selbstvertrauens. Weil wir eben hier heute in einer katholischen Einrichtung sind, darf ich in diesem Zusammenhang doch kurz abschweifend und sagen, dieses Wort, das heute ja schon recht oft zitiert worden ist aus der Bergpredigt, die berühmte goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir es tut, das füge auch keinem anderen zu. Das gibt es übrigens in allen Religionen in irgendeiner Form. Das und im christlichen Bereich eben dieses Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das müsste man, glaube ich, wenn man vergeben will, viel mehr auf den zweiten Teil konzentrieren, nämlich wie dich selbst. Also für mich als Psychiater heißt das, wenn es Nächstenliebe geben soll, dann soll es eben so sein wie bei mir selbst und die soll nicht sein. Also wie dich selbst heißt auch durchaus Eigenliebe. Es muss ein bestimmtes Maß an Akzeptanz hier sein, an Sicherheit hier sein, an Selbstliebe, von mir aus an Narzissmus, an gesundem Narzissmus. Nur dann bin ich überhaupt in der Lage, adäquate Liebe an andere Menschen weiterzugeben. Ich glaube, das ist fast eine mathematische Abhandlung, die hier in diesem Satz enthalten ist. Aber letztlich wird sie meines Erachtens, also dieses wie dich selbst, das wird, fürchte ich, etwas zu wenig beachtet. Es ist wichtig, wenn man vergeben will, dass man vorerst Trauerarbeit leistet. Also das heißt, es ist einem etwas geschehen, Unrecht getan worden, man hat eine Traumatisierung erlitten und dann hilft es nichts, wenn man das verdrängt, wenn man dem ausweicht, wenn man sagt, es war halb so schlimm und Ähnliches. Sondern man muss wirklich Trauerarbeit leisten. Warum? Nicht nur, weil das ein Reinigungs- und ein Genesungsprozess ist, sondern weil dadurch das Vorgefallene auch Wichtigkeit bekommt. Wenn ich nicht traurig bin, dann heißt es, es ist überhaupt kein Wert verloren gegangen oder irritiert worden. Es ist also überhaupt nichts passiert. Drum ist die Trauerarbeit auch in diesem Zusammenhang wichtig. Die Kränkungen zu enttabuisieren und ansprechen zu können. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man vergeben will, dass man eine Eigenschaft fördert, die heute in aller Mund ist, aber, glaube ich, wenig gelebt und gepflegt wird. Das ist die Empathie. Sie wissen, da ist die ganze Fachliteratur voll davon, die ganzen Ratgeber, Empathie, Empathie, Empathie. Aber das Leben an sich, glaube ich, spielt sich ganz anders ab. Wenn wir den Hass im Internet beispielsweise verfolgen, die ganzen anonymen Postings und so weiter. Also da spürt man nicht sonderlich viel an Empathie. Wenn wir das Ideal, jetzt muss ich über die jungen Menschen etwas Schlechteres sagen, der Jugend anhand ihrer Wortwahl beurteilen, alles ist krass, alles ist geil und alles ist cool, cool, mega cool. Also cool sein heißt für mich, das ist das genaue Gegenteil von empathisch sein, wenn ich alles abgleiten lasse, wenn ich keine Emotionen mehr dabei habe. Und auch das Idealbild, das unsere Gesellschaft heute zeichnet, ist ja keinesfalls jenes des Barmherzigen oder des Gütigen, des empathischen Menschen, sondern jenes des doch, so sagen wir, etwas narzisstischen, sehr selbstbewussten, arroganten, mit Pokerface, der also letztlich sich über den Dingen drüber steht, der fließend zynisch spricht und akzentfrei sarkastisch
und der also letztlich alles andere ist als ein empathischer Mensch. Wenn wir aber vergeben wollen, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die Empathie fördern und vielleicht wieder wecken oder weiterentwickeln. Und ich darf in diesem Zusammenhang nochmals daran erinnern, das kommt praktisch in jedem meiner Vorträge vor, zu welchem Thema auch immer ich sprechen muss, dass der große Stephen Hawking, verstorben vor 4 Jahren im März 2018 oder 2017, das war ja, wenn man so will, ein ganz rational denkender, höchst intelligenter Physiker, ein Kosmopolit, aber ein Astrophysiker, übrigens ein Atheist. Und dass dieser Mann, der immer so Berechnungen gemacht hat und gemeint hat, also wie man sozusagen die Zukunft der Menschheit durch Besiedlung des Weltraums und so weiter retten kann, am Schluss seines Lebens immer gesagt hat, nur wenn es dem Menschen gelingt, Empathie zu entwickeln, wird die Menschheit überleben, weil das Einzige ist, was uns die Maschinen, die humanoiden Roboter, die Computer nicht abnehmen können. Alles andere schon. Sie arbeiten für uns, sie lassen sich von uns beherrschen. Sie haben viel das bessere Gedächtnis, viel das höhere Wissen. Wir delegieren bald schon unsere Intelligenz an sie, aber empathisch werden sie niemals sein können. Da kann man 20.000 Smiley-Variationen und ein Choice und so weiter entwickeln. Das wird niemals, weiß ich was, die Freude in den Augen einer Mutter, die Trauer bei einem Menschen, von dem eben ein Angehöriger verstorben ist, das Spiegeln, das für die Entwicklung des Kindes so wichtig ist, für die Spiegelneuronen ersetzen können. Und diese Empathie brauchen wir natürlich auch, wenn wir dem anderen etwas geben wollen, was für ihn und mich wichtig ist, wenn wir vergeben wollen. Loslassen habe ich schon gesagt. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich von dieser Grübelei und diesen Ängsten, die man hat vor dem Verzeihen, dadurch löst, dass man sagt, das ist jetzt ein völlig neuer Denkansatz. Das ist letztlich eine neue Erfahrung. Das ist eine Herausforderung, durch die ich was lernen kann und nicht eine Qual, die ich mir widerwillig antun muss. Es geht um Gelassenheitsentwicklung und das schöne Bild, ich habe es beim ersten Vortrag schon gesagt, dass man für sich selbst haben kann. Es ist ja ganz wichtig, dass man immer innere Bilder hat, also nicht nur einen inneren Lebensfahrplan, sondern auch innere Bilder von sich selbst und seiner Einstellung, ist jene des Begnadigers. Weil begnadigen heißt ja, ich bin eine gewichtige Persönlichkeit, also eine starke Persönlichkeit. Gekränkt bin ich eine ganz schwache. Also das tut meinem Selbstwert sehr gut. Ein Begnadiger ist souverän, er ist gelassen, er kann loslassen. Und das ist, denke ich, mir ein ganz schönes Bild, wenn ich gegenüber jemandem, der mir Unrecht getan, mich gekränkt hat, nicht mit Büßerhaltung und mit Asche auf dem Haupt begegne, sondern eher so in der Rolle des begnadigenden Menschen, der die Möglichkeit dazu hat und sie vielleicht auch vergreift. Letztlich, glaube ich, geht es, oder zweitletztlich, glaube ich, geht es beim Vergeben auch darum, dass man sich mit der Enttäuschung auseinandersetzt. Nämlich das Schwierigste an den Dingen, die uns belasten, ist die Enttäuschung. Man ist nämlich nicht nur von jemand anderem enttäuscht, sondern letztlich von sich selbst. Warum? Weil man sich täuschen hat lassen. Das sagt ja der Name schon. Wo es eine Enttäuschung gibt, muss es ja vorher eine Täuschung gegeben haben. Sonst ist Enttäuschung nicht möglich. Und die Erkenntnis ist, es ist nicht der andere schuldig, sondern ich war, ich sage es jetzt auch wiederum etwas deftig, ich war so blöd, dass ich mich reinlegen habe lassen. Ich habe zu wenig Menschenkenntnis und so weiter gehabt. Und mit dieser Enttäuschung muss man sich auseinandersetzen. Das heißt mit anderen Worten, man muss am Beginn der Vergebung sich selbst verzeihen. Sodass ich also psychologisch zu folgendem Schluss kommen möchte, bevor wir eben über das Fegefeuer und über die schrecklichen Dinge, über das Über-Ich, von dem ich gesprochen habe, etwas Theologisches erfahren. Vergeben bedeutet in psychiatrischer, in psychologischer Sicht, dass es etwas ist, was letztlich über unser Fachgebiet hinausgeht. Das muss man sagen. Die psychotherapeutischen Schulen würden es nicht zulassen, dass man jemandem sozusagen die Absolution gibt oder dass man jemandem auch nur den Rat
Schlag gibt, dann ist nämlich wirklich ein Schlag, er soll vergeben und verzeihen, sondern unsere Technik ist jene, dass wir die Menschen dazu führen, dass sie zu einer sicheren Entscheidung kommen und dann auch dazu stehen. Aber wie sie die Entscheidung treffen, ob sie vergeben oder nicht, das müssen wir letztlich immer dem Patienten selbst überlassen. Ich erinnere nur an diese berühmten Beispiele, wenn Menschen wegen Partnerschaftsproblemen kommen und sie sagen, was soll ich tun, soll ich das Elend weitermachen, soll ich streiten, soll ich kämpfen, soll ich mich scheiden lassen. Wenn ein Therapeut dann tatsächlich den Ratschlag gibt, lassen Sie sich zum Beispiel scheiden oder lassen Sie sich nicht scheiden, ist das ein Kunstfehler ersten Ranges, der im Übrigen auch in vielen Fällen auf ihn zurückfällt, weil der Patient dann den Eindruck hat, ich bin manipuliert worden. Wenn es später wieder zur Versöhnung kommt, wie es ja bei Partnerschaftsproblemen auch häufig der Fall ist, dann hat man wenigstens schon einen gemeinsamen Feind, der die Beziehung wieder ein bisschen festigt. Das ist eben der, der den falschen Ratschlag geben wollte und so weiter. Also das darf man nie tun und das ist auch bei diesen Dingen. Ist auch bei diesen Dingen der Vergebung, ist es also so. Aber man kann sehr wohl mit dem Patienten darauf hinarbeiten, dass Verzeihen und Vergeben letztlich bedeutet, man verzeiht sich selbst. Man ist mit sich selbst gütig. Denn man schneidet diesen ganzen Rattenschwanz, den man an, auch an Selbstvorwürfen, an Schuldgefühlen, an Kränkungen, an Grübeleien, an Schlaflosigkeit, an psychosomatischen Reaktionen ab und wird dadurch tatsächlich durch Vergebung gegenüber sich selbst, die am Anfang stehen muss, ein Stück weit frei und wird in jenen Zustand kommen, der von allen Psychotherapie-Schulen, ich habe das schon gesagt, als erstrebenswert angesehen wird und der Voraussetzung ist fürs Vergeben und das ist die Gelassenheit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Reinhard Haller, für diesen Einblick in die psychologischen Aspekte von Vergebung und Versöhnung. Ich habe jetzt die Aufgabe mir selbst übertragen, in wenigen Minuten etwas zum jüngsten Gericht zu sagen. Und ich habe das als theologische Skizze überschrieben. Das heißt, es ist wirklich skizzenhaft, es ist thesenhaft. Es kann natürlich nicht alles quasi im Detail hergeleitet und begründet werden. Ich beginne mit einem Zitat. Alles ist still und selig, und siehe da, es ist kein Gericht. Es ist kein Sünder, kein Gerechter, kein Großer und auch kein Kleiner. Es ist nicht Strafe und nicht Lohn. Ein allmächtiges Liebesgefühl durchleuchtet uns mit seligem Wissen und Sein. Schreibt Gustav Mahler im Programm seiner zweiten Sinfonie, der Auferstehungssinfonie, 1894. Völlig richtig, was er schreibt, in einer Zeit, befreiend in einer Zeit, die noch von Angst geprägt war. Angst vom jüngsten Gericht, Angst vor der Hölle. Das hat er in der katholischen Kirche bis in die 60er Jahre hinein dominiert. Aber ich erlaube mir, Gustav Mahler zu kritisieren. Und ich darf das tun, weil er ja kein Theologe war. Man muss ihn nicht jetzt mit theologischen Maßstäben messen, aber es sind also einerseits völlig richtig, befreiend, aber es gibt zwei zentrale theologische Aspekte, die er nicht im Blick hat. Und natürlich kann ich nicht stehen lassen, dass es kein Gericht geben soll, weil dann hätte ich ja kein Thema. Also das brauchen wir jetzt auf jeden Fall, aber das ist nicht der Punkt. Die zwei theologischen Themen sind, dass Auferstehung und jüngste Gericht einen dialogischen Charakter haben. Es geht um die Begegnung mit Gott. Dieser dialogische Charakter ist bei Mahler nicht ersichtlich. Und der zweite Punkt, Mahlers Sicht ist individualistisch. Die Begegnung mit dem anderen Menschen ist nicht im Blick. Die zwei Punkte möchte ich in aller Kürze jetzt ausführen. Zum ersten
Begegnung mit Gott im Tod. Auferstehung ist das Ende der raumzeitlichen Verfasstheit des Menschen. Im Tod kommt der Mensch in die Dimension Gottes. Ich kann jetzt nicht die ganze Frage der Leibhaftigkeit der Auferstehung jetzt darlegen, aber natürlich geht es darum, dass der Mensch nicht in raumzeitlicher Verfasstheit materiell zu Gott kommt, sondern also leibhaftig aufersteht. Und das heißt kurz, es geht um die personale Identität. All das, was er gelebt hat, erfahren hat, all seine Beziehungen, was ihn ausmacht, das geht ein in die Dimension Gottes. Der einzige Ort, der eine Rolle spielt in der Vollendung, ist Gott selbst. Das hat Augustinus schon gesagt. Er sagt, Gott, er selbst, wird nach diesem Leben unser Ort sein. Es gibt dort keine Räumlichkeiten, keine Örtlichkeiten und auch keine zeitlichen Abfolgen mehr. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und nächster Gedanke, das jüngste Gericht ist keine Veranstaltung am Ende der Zeiten, sondern es ist das Ereignis der endgültigen Begegnung mit Gott, mit der Liebe schlechthin im Tod. Es geht letztlich im jüngsten Gericht um eine Beziehungsaussage. Es geht darum, wie ich vor Gott trete und mich zu ihm verhalte. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber ich werde das noch ein bisschen ausführen. Im Gericht wird also nicht, wie man sich es landläufig vorstellt, von außen über den Menschen geurteilt und er wird von Gott verurteilt. Also nicht Gott richtet den Menschen, sondern ich zitiere hier jetzt Hans Urs von Balthasar, das ist einer der wirklich bedeutenden Theologen des 20. Jahrhunderts, der geschrieben hat, der Richter braucht nichts zu tun, nur zu sein. Der Richter, das ist die Liebe Gottes, Gott selbst, braucht nichts zu tun, sondern nur zu sein. Also im Angesicht der Liebe Gottes, im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes, die mich gütig empfängt, erkennt der Mensch die volle Wahrheit seines Lebens. Er kennt, wo er steht angesichts dieser Liebe und richtet sich selbst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Theologie spricht heute von Selbstgericht. Wenn es vom jüngsten Gericht ist eben nicht von außen ein Urteilsspruch, das Gott nachschauen lässt im Buch des Lebens, welche Sünden wir alle angesammelt haben und dann sagt, naja, das geht sich gerade noch aus oder nicht. Nein, es ist ein Selbstgericht angesichts in der Erfahrung der vollen Liebe Gottes. Das wäre der erste Punkt, diese Begegnung mit Gott und das Selbstgericht. Der zweite Aspekt, und da kommen wir jetzt in die Thematik, auch die wir jetzt von Rainer Thaler gehört haben, mit Vergebung, Versöhnung. Hier geht es um die Begegnung mit den anderen. Das Selbstgericht erfolgt nicht nur im Angesicht Gottes, sondern auch im Angesicht der anderen, im Angesicht der Betroffenen meiner Taten und Untaten. Das ist kein Tête-à-tête mit Gott, sondern das ist quasi ein soziales Geschehen. Ich zitiere hier Dorothee Sölle, eine evangelische Theologin des 20. Jahrhunderts, die hat gesagt, Gott verzeiht nicht hinter dem Rücken der Opfer. Also es ist denkbar, dass hier das Gericht geht, also Gott verzeiht, und dann tut man so, als wäre nichts gewesen. So kann Gericht und vor allem auch Himmel dann nicht sein. Also dieser soziale Aspekt, das kommt herein. Und die Theologie fordert hier an dieser Stelle eine dreifache Hoffnung. Und was ich jetzt sage, können nur Hoffnungsaussagen sein in Bezug auf das Miteinander von Täter und Opfer vor Gott. Die Hoffnung, dass Kraft der Vergebung Gottes auch die Vergebung der Menschen untereinander möglich wird. Das ist ein Motiv, das Sie aus dem Neuen Testament kennen. Die Vergebung durch Gott zielt auf das Vergeben den anderen gegenüber. Sie kennen vielleicht dieses Gleichnis vom Schuldknecht, dem eine Riesensumme nachgelassen wird und der dann seinen Schuldnern nichts nachlässt. Und das wird also als No-Go im Neuen Testament bezeichnet, dargestellt. Also die Vergebung Gottes soll
die Vergebung untereinander ermöglichen. Und wir sind jetzt ja auch in der Dimension Gottes, wenn wir vom jüngsten Gericht sprechen. Der zweite Punkt der Hoffnung, dass der Mensch erfüllt von der Liebe Gottes und völlig frei, fähig wird zur Bereinigung all dessen, was noch offen und unversöhnt ist. Da könnten wir jetzt den Begriff Fegfeuer mit aller Missverständlichkeit in Klammer setzen. Aber das ist auch ein Fegfeuer, wäre auch eine Dimension der endgültigen Begegnung mit Gott im Tod, wie eben das Gericht auch. Das heißt drittens die Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen Opfern und Tätern. Und da wird es jetzt klar, dass das nur eine Hoffnung sein kann, dass das von der Liebe Gottes im Gericht angestoßen wird. Versöhnung wäre hier natürlich auch mehr als Vergebung. Hier bräuchte es Versöhnung, das Interpersonale. Und das geht natürlich nur eben einerseits in völliger Freiheit auf Seiten des Opfers und natürlich nur auf der Basis des Selbstgerichts auch der Täter, die volle Einsicht in ihre Taten erlangen erstmals und auch volle Reue zeigen. Also hier wäre die Hoffnung, dass hier es der Liebe Gottes gelingt, alle dazu zu bewegen, sich selbst zu richten und auch zu versöhnen. Abschluss, wie kann Gerechtigkeit wiederhergestellt werden? Das haben wir im ersten Vortrag gehört, dass das ein ganz ein zentraler Punkt ist, sowohl in der Psychologie als auch in der Bibel. Und es gibt meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist die klassische, herkömmliche, traditionelle, ewige Spaltung und Verdammnis. Also die Bösen werden bestraft und verdammt und die Guten werden belohnt. Also da bin ich mit Mahler, stimme ich überein, es gibt keine Lohn und keine Strafe. Das ist an sich ein bisschen kindlich gedacht, wenn ich so sagen darf. Also das eine wäre ewige Spaltung und Verdammnis, das andere, und das ist das, was ich jetzt auch versucht habe, ein bisschen auszufalten, ewige Gemeinschaft auf der Basis von Wahrheit und Versöhnung. Also das traditionelle Konzept der ewigen Strafe und Verdammnis führt zur endgültigen Spaltung der Menschheit, zur Festschreibung der Opferrolle und Unversöhntheit von Tätern und Opfern. Also quasi die ganze Dramatik der Geschichte würde irgendwie eingefroren werden und unüberbrückbar. Das andere Konzept der heutigen Theologie hofft, und ich sage es noch einmal, hofft auf den Himmel für alle. Wir können das nicht wissen, das wäre verwegen und vermessen, dann wüssten wir mehr als Gott. Die Theologie hofft auf den Himmel für alle, jedoch nicht auf Kosten der Geschichte. Es wird nicht so getan, als wäre nichts gewesen, weil es ist viel und es ist Unermessliches an geschichtlichen Untaten. Die Hoffnung auf endgültige Vollendung für alle, die volle Gemeinschaft mit Gott und untereinander, gibt es aber nur auf der Basis von Wahrheit, Gericht und Versöhnung. Ich würde sagen, eine starke Hoffnungsperspektive, nicht mehr, aber nicht weniger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich gespannt, was der Psychotherapeut, um es richtig zu sagen, mich fragen wird. Ja, mich würde interessieren, als erstens, wann ist überhaupt dieser Begriff der Hölle entstanden? Und könnten Sie den ein bisschen näher erklären? Naja, es gibt im Alten Testament, gibt es so Vorstellungen einer Unterwelt, Gehenna. Das sind also völlig andere Ideen, als dann in der Theologie entwickelt wird. Aber schon Augustinus, also um 400, der geht schon von der Spaltung der Menschheit aus. Also geht von der ewigen Verdammnis, sogar des Großteils der Menschheit aus. Und nur ein kleiner Teil wird gerettet, weil es ist also so in seiner Sicht gerecht, dass die Massa damnata aufgrund der Sünde Adams verdammt wird und an wenigen Menschen zeigt, und da wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar und an den wenigen Geretteten wird die Barmherzigkeit Gottes offenbar. Da wird das quasi auseinandergetrennt. Barmherzigkeit wirkt da
Gerechtigkeit wirkt da. Ich habe versucht, das in eins zu sehen. Dass das also Barmherzigkeit nicht ohne Gerechtigkeit geht, aber in diesem Prozess des Gerichts und der Versöhnung. Aber bei diesen Höllenkonstrukten, da ist doch, also nicht nur die Verdammnis dabei, da ist doch auch diese Grausamkeit, diese sadistische Freude, würde ich sagen. Ja. Das Psychiater, ist also natürlich dann in den diversen Darstellungen mit güldenen Zangen und so weiter, mit Zunge herausschneiden. Genau, und also das ist natürlich... Grausamkeitsstufen erreichen. Ja. Also, wie ist das überhaupt entstanden? Wenn ich jetzt eine Kulturgeschichte der Hölle habe, jetzt natürlich jetzt nicht parat, aber ich meine, wir sagen ja, die ewige Verdammnis, die ist also in den ersten Jahrhunderten schon, also auf der biblischen Grundlage der Drohung auch Jesu, der Jesus spricht ja auch in den Drohworten vom Feuer, das nicht erlischt und vom Wurm, der nicht stirbt. Das sind also durchaus authentische Worte Jesu, wo er drastisch die Notwendigkeit der Umkehr in den Raum stellt. Aber nicht informiert, wie es ausschaut in der Hölle. Es ist also sehr ganz wichtig, dass man diese Aussagen der Bibel nicht richtig, nicht falsch versteht. Es sind keine Informationen über die tatsächlichen Höllenwirklichkeiten, sondern eine Paranese. Das ist einmal das eine, was in der Bibel zu sagen ist. Dass die Theologie das dann mit enormer Fantasie ausgefaltet hat und die Kunst das noch einmal auch verdoppelt hat. Und man sieht ja bei der Kunst, wie viel Fantasie und Detailarbeit bei den Höllendarstellungen zu sehen ist, und der Himmel ist meistens ein bisschen weniger ausgeführt und nicht so spannend. Also das ist ja die Faszination offensichtlich auch des Bösen oder der Verdammnis. Aber es gibt bis ins 19. Jahrhundert hinein oder Anfang des 20. Jahrhunderts Aussagen, dass die Hölle ein Wunder, die Qualen der Hölle ein Wunder der göttlichen Allmacht wären. Also absurde Aussagen. Aber das ist jetzt theologisch und auch lehramtlich überwunden. Also auch die katholische Kirche sagt offiziell, dass es die Hoffnung gibt, dass alle gerettet werden, aber keine Gewissheit dafür. Also ich kann ja theologisch auch nicht sagen, da gibt es die Hölle als Örtlichkeit irgendwo, die da wartet. Das ist ja eine überholte mythologische Vorstellung. Aber ich meine, in der christlichen der Liebeslehre ist ja das Vergeben, das Verzeihen etwas ganz Zentrales. Oder? Und also wie lässt sich dieser Gedanke, dieser augustinische Gedanke, dass sozusagen nur ein kleiner Teil begnadigt wird, wie lässt sich das mit dem Gebot der universellen Liebe zu allen Menschen überhaupt... Ja, das ist halt... Also, weil die Gottesliebe kann ja auch nicht nur ein einseitiger Prozess sein. Liebe ist immer etwas, was sich zwischen beiden abspielt. Also wenn ich mit Menschen und Gott lebe, muss ich natürlich umgekehrt die Liebe auch erfahren. Sonst ist es ja nicht möglich. Wie lässt sich das mit diesem ja, das ist das Problem, großen Teil der Verdammten sozusagen? Das ist das Problem, dass die ja die gerechte Strafe erhalten. Wegen diesem Erzsündenkonzept. Lebenslang ist es ja ziemlich ungerechte Strafe. Ich teile das ja eh nicht. Ich finde das hochproblematisch. Und das hat ja quasi dann auch diese ganze Straftheologie, Angsttheologie und Pastoral nach sich gezogen, bis ins Zweite Vatikanische Konzil. Man hat ja panisch die Kinder beim ersten möglichen Termin getauft, wenn man die Sorge hatte, wenn sie nicht getauft sind, kommen sie in die Hölle. Meine, teilweise ist das ja heute noch im Mann Hinterköpfen von älteren Glaubenden da. Also das ist jetzt lange Zeit wirksam geblieben und man muss sagen, es ist jetzt theologisch überwunden durch das Konzil und durch die Vorarbeiten, theologischen Vorarbeiten, die es gab, aber auch jetzt natürlich durch die weiteren Entwicklungen in der Theologie jetzt. Ich meine, es gab ja zunächst einmal nach dem Konzil so den Vorwurf, naja, jetzt ist alles Liebe, Gottes Liebe, alles ist erlaubt quasi, alle kommen in den Himmel, juhu. Das war natürlich auch zu kurz gegriffen. Also deswegen ist auch das, was ich skizziert habe, wo quasi dann die Geschichte, die Verbrechen, die Sünde, das, was einander angetan wird, dann sehr wohl aufgearbeitet werden muss. Da muss ich gerne noch eine Schnurre erzählen oder eine historische. Und zwar, ich bin ja, ich komme aus dem Hintern, bringt sehr Wald, ich bin also ein Hinterwäldler. Und da gibt es eine Wallfahrtskirche und die hat sich sozusagen damals ein Geschäftsmodell erarbeitet, das war die Taufe bzw. die Beurteilung von scheintoten Kindern.
Also das heißt, sie haben sich darauf spezialisiert, festzustellen, dass die toten Kinder, damals ist ja jedes zweite gestorben, dass die nicht wirklich tot waren. Also das sind dann aus dem ganzen bayerischen und Schweizer Raum die Mütter, die Eltern gekommen mit diesen Leichnamen, und die haben dann, also die Pfarrer dort, haben dann festgestellt, na, es ist doch ein Lebenszeichen hier, zack, da hat man es rasch getauft. Also das war damals ein ganz gutes Wallfahrts, wie soll ich sagen, ja genau. Ja, ja. Aber, ja. Aber ich wollte fragen, ich frage jetzt dann natürlich weiter, und wie ist das denn mit dem Fegefeuer? Also ich habe unter Fegefeuer eigentlich immer verstanden, so wie Sie es auch gesagt haben, dass man einfach im Licht der absoluten Wahrheit und im Besitz der absoluten Gerechtigkeit sozusagen sein Leben und seine Entscheidungen und seine Fehltritte noch einmal durchmachen muss. Mhm. Ja, ja, das kann man auch in diesen Worten natürlich sagen. Es geht also um diese, früher hat man sich vorgestellt, das ist eh bekannt, nicht, dass da gibt es so einen Strafort, ein Feuer, ein qualvollen Feuer, das zwar jetzt den Vorteil hat, dass man eine Hoffnung hat, in den Himmel zu kommen, aber sonst war es also quasi gleich qualvoll wie die Hölle. Und da musste man halt abbüßen, bestimmte Zeiträume. Das war das alte Konzept. Das hat aber eben natürlich jetzt wieder die Zeit drinnen, den Raum drinnen, das funktioniert logisch nicht. Und also Fegfeuer jetzt in der heutigen Sicht, man muss ja dieses Wort ein bisschen abstrahieren von dem Wort, nicht? Also es hat etwas Wichtiges gesehen. Also die Theologie hat in vielen, ich schweife ein bisschen ab, aber dann komme ich wieder zurück, die Theologie hat in manchen Begriffen, die uns nichts mehr sagen oder die uns schwer fallen, wichtige theologische Probleme verarbeitet. Beim Fegfeuer ist das Problem das, dass der Mensch, wenn er vor Gott im Tod vor Gott kommt, ist er nicht sozusagen fertig. Er hat sein Liebespotenzial nicht ausgelebt, nicht ausgeschöpft. Er ist sozusagen hinter dem, was er hätte werden können, zurückgeblieben. Karl Rahner hat das einmal sehr schön gesagt, also es wird nicht, also Fegfeuer bedeutet, es wird nicht in Ewigkeit der ich hätte werden können, traurig den grüßen, der ich geworden bin. Also das heißt, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir sozusagen den doch erheblichen Rest zwischen dem, was ich geworden bin und der ich von Gott gedacht bin. Und jetzt, daraus ist übrigens ein interessanter Berührungspunkt mit der Reinkarnationslehre. Die sagt, du kommst bis zu einem gewissen Punkt gekommen, du musst es aber noch einmal versuchen, dass du höher kommst. Und das christliche Konzept ist, dass das gnadenhaft den Menschen geschenkt wird, aber eben nicht ohne eben Arbeit. Und die Arbeit wäre quasi jetzt, sich mich meinen Menschen, denen ich Gutes oder auch vor allem auch Böses getan habe, mich denen auszusetzen, hier eben Versöhnung, Kraft der Liebe Gottes zu erstreben. Also, und hier quasi das, alles, was in mir noch nicht vollendet ist, nicht gelebt ist, und alles, was zwischen mir und anderen steht, zu bereinigen. Das könnte man also als das beschreiben, was man also früher mit Fegfeuer genannt hat, bezeichnet hat. Also diese Differenz zwischen dem, der ich geworden bin, zu dem, der ich werden kann oder von Gott her immer gedacht war. Und das kann man auch sagen, also vielleicht noch anders formuliert, die Frage der Himmelsfähigkeit. Also wenn ich stirbe, kann ich jetzt sagen, also ich bin nicht himmelsverträglich. Einfach so, wie ich geworden bin. Also ich bin nicht voll beziehungsfähig und so weiter und so fort. Wenn jetzt dann, ich meine, es gibt Leute, die in ewigen Streit mit den Nachbarn sind. Ne? Wenn sie jetzt, sie hätten zum Beispiel einen Streit mit den Nachbarn, über Jahrzehnte schon. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt kommen Sie mit dem Nachbarn in den Himmel und sind in Ewigkeit mit dem konfrontiert. Das funktioniert nicht. Ne? Also da brauche ich. Da brauchst du eben das Fegefeuer, um diese Himmelsverträglichkeit, Himmelsfähigkeit zu erreichen, eben mit, sagen, auch in Auseinandersetzung mit dem bösen Nachbarn. Also, ich meine, das kann man natürlich jetzt noch verschärfen, nicht? Also da gibt es halt die Frage jetzt, ist es vorstellbar,
dass im Himmel Hitler und Anne Frank an einem Tisch sitzen. Kann man das ein bisschen noch verschärfen, das Problem? Also psychologisch würde man sagen, dann auch das rechte Maß an Empathie haben müsste. Absolut. Das ist absolut klar. Also das ist also jetzt auch, wenn man von Täter oft verspricht, das ist ein bisschen holzschnittsartig, aber der Täter im Angesicht der Opfer wird Empathie entwickeln müssen. Er wird erfassen, was er getan hat, was das Opfer erlitten hat. Unter dem geht es nicht. Ja.